Was geht ab, Freunde der Nacht, und herzlich willkommen zu einer weiteren fetten Folge von Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Genau, wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben. Vielen lieben Dank auf jeden Fall auch nochmal fürs Supporten. Macht weiter so, dann macht es auch umso mehr Spaß. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Aktion. Wer wissen, wo Perico ist? Schnappen Sie den kleinen Wichser und entlocken Sie ihm seinen Code. Wir verwandeln Radio Santa Blanca in Radio Free Bolivia. Schon eine krasse Ansprache, die sie macht. Das ist aber nicht die feine englische Art der Frauen. Unser Heli hat auch schon mal bessere Tage miterlebt. Eine alte Inka-Festung und sie steht noch. Mit Nachschub könnte ein Trupp die für Tage halten. Wir vergewissern uns besser, dass da jetzt kein Trupp ist. Nee. Wir wollen den DJ fangen. Boah, was, Alter. Wie krass ist das denn, bitteschön? Und Fallschirmsprung. Boah, war das krass. Das hätte gut und gerne unser Tod sein können. Hätte Fahrradkette, ne? Wie komme ich denn jetzt da hoch, Mensch? Kommen wir vielleicht hier direkt vom Weg aus hoch? Schauen wir mal. Auf jeden Fall war es eine kleine Flug-Action. Fallschirmsprung. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. So, jetzt suchen wir uns mal die Gegend ab. Bis wir oben sind, sind 20 Minuten vergangen. Aber ansonsten alles gut. Oh oh. Hä? Alles klärchen, hier darf man nicht hoch, oder? Seht euch das so, an. Ich habe schon mal Mausoleen gesehen. Und das hier könnte sie alle zum Frühstück verspeisen und würde nicht mal merken, wenn es sie ausscheißt. Sollen wir glauben, dass Suenio ein Gott ist? Er tut's auf jeden Fall. Kommt man nicht entlang, oder? Doch. Aber wie komme ich da rein? Hier ist keine Leiter, gar nichts. Und wir hängen fest. Und wir hängen fest. Alles klar. Bug des Jahrhunderts. Ich komme da nicht raus. Ja, alles klar. Müssen wir die Sachen nochmal angehen? Ja, fein. Eieiei, das war aber ein heftiger Bug, oder? Ich meine, wenn die nicht wollen, dass man da hochgeht, dann sollen sie es nicht anbieten. Aber wenn man schon da hochgehen darf, dann sollte es auf jeden Fall bugfrei sein. Oder was meint ihr? Sollte eigentlich schon, ne? So. Neuer Heli, neues Glück. Habe ich noch genug Munition? Ja, habe ich. Okay, dann fliegen wir jetzt noch mal dahin. So Gott will, ne? Also das wissen wir ja noch nicht. Genau, wir gehören zur Guerilla. Startbereit.
Ein bisschen verzögert, aber ansonsten alles gut. Oh no. Das Ding explodiert. Und schon wieder raus. Ja, fein. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Die haben uns. Hier ist euer Kampffahrzeug, Cooper. Die wollen mich doch verarschen, oder? Die wollen mich doch echt verarschen. Vor allem ist das hinter der Mauer. Das ist einfach hinter der Mauer. Oh Mann, ey. Alles klar bei mir. Ja, ist das schön, dass bei euch alles klar ist. Wow, wo kam er denn her? So, hier sind diese Raketenabwehrbasen, ne? Der Alarm geht auch schon seit Stunden. Wir haben sie aufgescheucht. Okay. Hab das C4 scharf. Die Ladung ist scharf. Hat der gut gehalten? So. Welcher Heli ist das denn? Die ersten zwei haben wir. Ich sehe hier zwei Narcos. Wo denn? Bleib zurück, der Tango könnte dich sehen. Die Drohne ist oben. Welcher Tango denn? Die haben Alarm am Start. Ich sehe einen Hauptmann. Hab einen Tango. Alles klar. Hier oben war auch noch einer. Sie markiert. Das ist einer mit Maschinenlastern. Gegner am Boden. Okay. Die wissen von uns. Habe ein Ziel. Greife an. Sofort auf den Boden. Feuer eröffnen. Okay. Hab die Rebellen um Verstärkung gebeten. Verstanden, Cooper. Nein, ich hab gedacht, es war einer von mir. Wie mies. Das ist mies. Frisst du nochmal. Die mit ihren Alarm. Bereit machen. Feuer. Alles klar. Los, runter.
Ja, fein. Alle bereit? Feuer! Hua! Sevukos animados! ¿Qué chingados está pasando? ¿Dónde están los cañones? Tenemos a estos pendejos enfrente. Verstanden. Okay. Hier sind dann noch mal ein paar Dokumente. Wow, was hat das Mörser, ne? Mörsergranaten in Deckung. Komm mal zu, ist meine Freunde der Nacht. Alarm ist vorbei. Das macht es einfacher. Boah, wir müssen da hoch auch noch. Tango getroffen. Das sieht schon mal besser aus. Alter, wo war der denn, bitteschön? Und wo ist... Wo kann ich mich aufmunitionieren? Wollt ihr mich veräppeln? Muss ich dafür hier hoch, oder? Ne, kann er nicht. Ach, da. So, jetzt sind wir uns im Fahrzeug. Beziehungsweise gucken wir uns noch einmal kurz hier um. Hubschrauber im Anflug. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Kannst du mit der Gatling-Gang zerstören? Versuchen wir jetzt einfach mal. Ja, hol dich erstmal aus. Und weiter geht's. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Nee, kriegen wir nicht, kriegen wir nicht. Wäre zu schön gewesen. Gut. Oh, oh. Oh, gut, 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 gut. Hoch. Müssen wir uns jetzt ein Fahrzeug nehmen. Bleibt uns nichts anderes übrig. Mit so einem Laster habe ich keinen Bock. Ab dafür. Bis ja übermorgen noch im Fahren. Da kommt ein Heli. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Wie soll ich da hinkommen? Hier nicht. Oh, obwohl... Fahren wir da entlang, da sollte ja eigentlich ein Transporter für uns stehen. Angeblich. Ja, natürlich steht hier keiner mehr. Doch. Tatsache. Ja, die haben Wort gehalten. Anschnallen, Leute. Alles gut, alles boah, der ist aber schneller unterwegs. Steigt ein, Jungs. So. Okay. Müssen wir hier entlang, oder? Ich weiß es nicht. Ah, hier sieht es auf jeden Fall schon mal aus, als ob man da hinkommt.
fahren wir schnell durch. Heilige Makrele, du. Wir werden einfach von überall beballert, ne? Hoch, 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 würde ich sagen. So, dann machen wir aber auch hier einen Cut. Vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass ihr zugeschaltet habt. Supportet das Ganze weiterhin. Würde mich echt freuen. Abonniert mich, ihr wisst ja, wie es läuft. Haut rein.